Liebe Rubbelfreunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Ich bin jetzt am Start mit Smiley-Losen. Insgesamt habe ich 5 Stück vor mir liegen und sie glitzern, reflektieren. Ich hoffe, das Bild ist gut, liebste Rubbelfreunde. Aber das Los sieht eigentlich ganz cool aus, ist so ein bisschen, ja, springt so ein bisschen auf den Hypezug mit den ganzen Smiley-Sachen auf, Emojis und so weiter. Mates heißt es. Es ist relativ neu in Tschechien hier rausgekommen. Es wird nämlich sehr stark beworben in den Verkaufsstellen, liebste Rubbelfreunde. Wir rubbeln das jetzt weg. Es gibt 2 verschiedene. Ein kleines für 50 Kronen, ein großes für 100 Kronen. Bei dem großen haben wir 3 Spiele. Hier haben wir nur 2 Spiele. Und wir fangen jetzt einfach mal an, denn der Rubbelkönig ist natürlich immer noch auf der Jagd nach Gewinn. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und wir fangen mit dem ersten an. Spiel Nummer 1. Im Spiel Nummer 1 rubbeln wir die Ohren des Smileys weg. Wir haben hier das erste Symbol und dann haben wir hier das zweite Symbol. Und wenn die jetzt identisch gewesen wären, dann hätten wir 500 Kronen gewonnen. Da die aber nicht identisch waren, haben wir die nicht gewonnen. Im Spiel Nummer 2 benötigen wir dieses Smiley-Symbol. Smiley mit Ohren-Symbol. Schauen wir mal, was wir hier so freilegen. Hier legen wir einen Stern und ein Maikäferchen frei. Hier legen wir eine Muschel und einen Tresor frei. Hier ein kleines Segelboot und die Sonne. Hier ein Geldsack. Hier ein Haus, es sieht wie ein Mehrfamilienhaus aus. Hier eine Perle, schade, wären wir jetzt bei Magic Pearl los, hätten wir gewonnen. Und hier noch eine Truhe. Ja, das erste Mates los war leider nichts. Da machen wir das zweite gleich hinterher. Ja, man sieht hier, Rubbelfreunde, es reflektiert auch ganz gut. Es sieht auch fein aus. Hier haben wir ein Hufeisen und hier haben wir ein Mates-Symbol. Und bei diesem Symbol haben wir nichts gewonnen, denn wir hätten das Symbol mehrfach gebraucht, beziehungsweise gleich gebraucht, oder, oh Rubbelfreund, jetzt habe ich es genau vergessen. Lasst mich nochmal ganz kurz nachschauen, wir sehen uns gleich wieder. Ich habe das Ganze jetzt nochmal gecheckt, Rubbelfreunde, und es ist in der Tat so, wir brauchen das gleiche Symbol auf beiden Ohren. Hier, das hat mich nämlich eben gerade so ein bisschen verwirrt, dass der hier nochmal abgedruckt ist, der Mate. Und der ist halt da abgedruckt, um nochmal zu symbolisieren, dass man die Ohren frei rubbeln muss, liebste Rubbelfreunde. Ja, leider nicht zweimal die gleichen Symbole in den Ohren. Ich dachte ganz kurz nämlich, dass man vielleicht, wenn man einmal dieses Symbol hier hat, vielleicht irgendwie was aus der Reihe gewonnen hat. Ist ja auch manchmal so. Aber das ist leider nicht der Fall. Wir machen weiter. Sonne, Tresor, Auto, ein Stern und hier haben wir die Truhe. Also ein Gewinn würde ich gerne sehen. Da bin ich ganz egoistisch, Rubbelfreunde. Aber zumindest nicht in diesem Los. Wir kommen zum dritten Mates-Los für 50 Kronen. Jetzt aber Ohren angelegt, Rubbelfreunde. Hier haben wir ein Geschenk. Und hier haben wir ein Geldbündelsymbol. 50 Kronen, ja, die hätten wir ja wirklich mal gewinnen können. Aber naja. Was haben wir jetzt hier? Diamant und Geldsack. Perle und Dings. Und hier haben wir den ersten Mate. 50 Kronen. 50 Kronen. Der Gewinn fühlt sich doch ein bisschen alleine, aber er bleibt alleine. 50 Kronen, Rubbelfreunde. Ich will mich nicht beschweren. Das hat's Eis gebrochen. Jetzt kommen wir zu dem großen Los. 100 Kronen Mate los. Spiel Nummer 1 benötigen wir wieder die gleichen Symbole und wir haben sie getroffen. Ja, zweimal die Mates. Was macht das? 100 Kronen. Jawohl, gleich im ersten Spiel 100 Kronen. Ja, so ein Gewinn zu sehen, das macht natürlich Freude. Spiel Nummer 2. Wir benötigen hier wieder das Mate Smiley. Und hier legen wir nochmal 100 Kronen nach.
Und hier legen wir nochmal 100 Kronen nach. Somit stehen wir bei 300 Kronen. Und haben noch Spiel Nummer 3 vor uns. Vielleicht passiert da noch was. Hier, Rubbelfreunde, benötigen wir auch wieder identische Nummern. 100 Kronen. Jawohl. Also es läuft aber 1. 400 Kronen. Die 500 machen wir doch voll. 21 und 33. Die 12 und die 12. Jawohl. Nochmal 100 Kronen. Hier haben wir die 8 und hier haben wir die 4. Ja gut. 500 Kronen. Das ist doch ein toller Gewinn. Sehr schön. Rubbelfreunde. Also das große Mates-Los ist eins meiner Lieblingslose. Ganz klar, Rubbelfreunde. Das habe ich schon immer gesagt. Wir machen weiter mit dem zweiten Los und schauen uns hier erstmal wieder die Öhrchen an. Nee. Kein Gewinn. Spiel Nummer 2. Perle und Truhe. Nein, schade. Jetzt kommen wir zum Spiel Nummer 3. Sieben hätten wir benötigt, oder die 5 zweimal. Und hier auch nicht. Auch nicht. Nein, das hier war eine Niete. Im zweiten Mates-Los nichts gewonnen. 3 Nieten, die kommen zur Seite, mit denen beschäftigen wir uns gar nicht mehr. Aber hier 2 sehr schöne Gewinne, vor allen Dingen der eine mit 500 Kronen. Rubbelfreunde, Rubbelmates könnte man fast sagen. Was haltet ihr denn vom Los? Ich finde das ganz cool eigentlich, das gefällt mir irgendwie. Es hat was. Muss man einfach so sagen, dass ich jetzt auch noch 500 Kronen damit gewonnen habe, macht das Ganze natürlich noch schöner. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen und hören uns. Bis dahin, Rubbelfreunde, macht's gut.